Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir müssten neue Spieler haben, nämlich die Leihspieler. Da haben wir Ronaldo, also die packe ich alle ins Team. Ich will nur noch mal kurz gucken, damit ich hier die Ligen und sowas sehe. Ja, Ronaldo und Neuer ist klar. Hazard, De Gea, Higuain, Silva, Liga A, genau. Aubameyang, Özil, Godin, Iniesta, Nainggolan. Alderweireld, ich weiß nicht, wie genau ausgesprochen wird. Alderweireld, Lacazette. Ach nee, Koulibaly ist ja doch. Ist ja doch Neapel. Ich dachte, er wäre in die Premier League gewechselt. Wie komme ich denn darauf? Ist natürlich ein absoluter Hammer-Innenverteidiger, den ich hoffentlich irgendwann fest in meinem Reihen habe. Gut zu wissen. Le Mans haben wir 10 Spiele. Ja, 85 Tempo, 86 Dribbling, gefällt mir gut. Süle hat gar nicht so die mega krassen Werte. Ich habe ihn mir jetzt irgendwie krasser vorgestellt. Wenn ich ehrlich bin, aber er sollte trotzdem besser sein als ein Bender. So quasi ein Upgrade-Bender. Donnarumma, ja, ist Liga A mit, boah, auch perversen Werten. 88 Hechten, 88 Reflexe, aber nur 78 Ballsicherheit und 78 Positionsspiel. Das ist so eine Art Upgrade-Perrin. Nicht ganz so krasse Reflexe, aber auch sehr krasses Hechten. 12 Spiele. Aber ich denke, aber da fällt mir gerade ein, Donnarumma ist ja nur ein 82er, Perrin ist ein 83er, ne? Boah, 1,96! Ach du Gott! Ja, das ist wahrscheinlich ein absolutes Biest. Das ist wahrscheinlich ein absolutes Biest. Wahrscheinlich auch besser als Perrin, denke ich. Krass. So, die packen wir erstmal alle in den Verein und dann muss ich mir echt mal überlegen, wie ich jetzt meine Teams aufbaue. So, lasst mich kurz überlegen. Ich glaube, Alaba haben wir jetzt noch ein Spiel. Ach geil, stimmt, über die Leihspieler kann ich rein theoretischerweise auch meine Verletzungsprobleme regeln. Wir gehen jetzt trotzdem auf jeden Fall erstmal auf die Calcio A. Packen da Brozovic rein, unseren neuen Pro Brozovic. Mein persönlicher Pro. Brother in, weiß ich nicht, in Arms. Der bekommt natürlich auch einen Chemistry-Style. Ich glaube, dem wollte ich auch Dead-Eye, das Todesauge geben. Ich habe die Dead-Eyes teilweise für 150 Coins bekommen. Richtig geil. Schuss und Pass, genau. Bekommt er auch richtig, richtig, richtig kranke Abschlusswerte. So, und dann, jetzt müssen wir kurz überlegen. Ich würde, also erstmal will ich den vergleichen mit Donnarumma. So, er hat 8 Punkte besser im Hechten. Dafür hat Perrin einfach mal 7 Punkte bessere Ballsicherheit. Abschlag ist egal. 2 Punkte schlechte Reflexe bei Donnarumma. Tempo ist egal, aber auch besser und Position gleich. Das ist, glaube ich, eher so eine Glaubensfrage, wobei Donnarumma noch diesen massiven Größenvorteil hat. Oh, jetzt bin ich echt gerade ein bisschen überfragt, ob ich Donnarumma nehme oder Perrin. Perrin hat auch schon Glove drauf. Donnarumma wird mir mit Basic spielen. Ha! Das ist sehr schwer. Und die Ballsicherheit darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Da gibt's halt viel, viel weniger Abpralltore. Boah. Jetzt am Anfang wäre es halt ganz geil, um Verträge zu sparen. Aber Perrin hat so viele Verträge, dass es sich halt auch schon wieder nicht lohnt. Scheiße, Mann. Ich hätte mir das mal vorher anschauen sollen mit diesen Leihspielern, weil dann hätte ich mir natürlich erstmal Quatsch, erstmal Donnarumma da reingestellt. Jetzt macht's, glaube ich, recht wenig Sinn, weil ich sehe hier eigentlich Perrin mit Glove im Vorteil. Und wir haben so viele Verträge auf ihn. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, wir werden jetzt erstmal Koulibaly in die Innenverteidigung stellen. Jetzt ist die Frage, wen nehmen wir da? Gucken wir mal auf die Größe 1,88, 1,83. Ich glaube, da werde ich fast Tonelli tauschen. Und dafür Koulibaly rein. Rechtsfuß, 2 Sterne auf den schwachen. Oh, das ist 1,95. Das wird aber ein absolutes Tier sein. Linksfuß, passt. So, noch irgendeinen, den ich unbedingt reinnehmen will. Wir schauen mal kurz. Stimmt, ich will ja auch Wechselspieler reinnehmen. Ja, wann ich die reinnehme, wie, ist eigentlich scheißegal. Ich habe Ronaldo eh nur 3 Spieler, dann ist er halt weg. Wir nehmen mal Ronaldo rein, den Torhüter brauchen wir eh nicht. Dann müssen wir noch einen
Einen freien Platz haben wir jetzt noch. Brosinski, genau. Alaba, wie viel hat er jetzt Fitness? 99. Sinkt die Fitness eigentlich über? Ach, den habe ich ja gar nicht. Ja, Alaba brauchen wir eh nicht mehr. Der hat nur noch ein Spiel. Also den brauchen wir nicht mehr auf der Bank. Er muss nicht regenerieren. Und wir schauen jetzt mal, wen nehmen wir noch rein? Wir haben noch Hazard, aber ich will eigentlich nicht alle Leihspieler in ein Spiel reinpacken, also zum Wechseln. Das heißt, ich werde einmal Ronaldo einwechseln, das wird mir erstmal reichen. Damit wir halt über längere Zeit immer mal einen Vorteil haben, würde ich sagen. So, wen haben wir denn jetzt noch fest für die Liga? Wir haben jetzt noch Higuain, den wir jetzt aber eigentlich noch nicht verwenden. Das war's, Donnarumma noch, aber den brauche ich gerade nicht. Ach nee, Nainggolan haben wir noch. Wir haben noch Nainggolan. Aber ich habe gerade einen krassen Innenverteidiger. Ich glaube, dann warte ich, bis der krasse Innenverteidiger weg ist und nehme dann den Sechser. Das gefällt mir besser. Ja, das hat ja schon ganz schön lange gequatscht, aber man muss auch mal ein bisschen, ne, mal ein bisschen planen. So, ich würde sagen, wir fangen an. Das Team sieht eigentlich schon ganz geil aus, ne? Gerade auch durch die ganzen 83er, 83er, was ist los? Ach so. Ich habe jetzt immer auch größere Verträge geholt, die waren auch super billig, also richtig krass billig, deswegen habe ich jetzt auch direkt mal 35. Aber Origi ist halt trotzdem ein 78er Stürmer. Wobei, solange wie Werner nicht billiger wird, das wird noch dauern, oder es keinen geilen Informstürmer gibt in der Bundesliga, werde ich Origi behalten. Ich glaube, ich kann ihm eigentlich einen großen Vertrag geben. Aufgabe gemeistert, Vertragssituation. Und Bender ist verletzt, der muss einfach auf die Bank. Jetzt habe ich doch immer noch Alaba hier, den brauchst du eigentlich gar nicht mehr auf der Bank. Na, den packen wir schon mal auf die Reserve. So. Und Ronaldo, ich muss dran denken, in der Halbzeit Ronaldo einzuwechseln. Dass ich das nicht vergesse. Angriff 88, krass. Wie komme ich denn auf 88? Ach, ach nee, Quatsch, ich will ja schwarz nehmen. Nee, mir gefällt nicht, dass er schwarze Hosen hat. Bestimmt wird diese Inform El Shaarawy und Inform Brozovic wird bestimmt, also da steht zwar jetzt 84er drauf bei Brozovic, aber bestimmt ist das so, dass Brozovic eine eigentlich höhere Bewertung hat, vor allem halt Ingame, und dann könnte es sein, dass die Ingame-Bewertung dafür genutzt wird. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein krankes Team? Der hat schon Aubameyang fest, der hat Vidal fest, der hat Alaba fest, der hat Piszczek, bester Rechtsverteidiger, der wird auch sauteuer sein fest. Was war denn das für ein krankes Team? Aubameyang, Alaba, Vidal, what? Wisst ihr, wie toll, Vidal, Quatsch, Aubameyang kostet doch auf gar nicht über 1 Million. Ach du Gott, ach du Gott. Ich hoffe mal, dass das wieder so ist, gerade jetzt am Anfang, dass die mit den krankesten Teams am schlechtesten spielen. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst. Aber wir konzentrieren uns mal. Oh nein, einfach einen Pass nicht bekommen, ist nicht so geil. Okay, das haben wir doch ganz gut gemacht. Der erste Angriff war jetzt nicht wirklich angsteinflößend vom Gegner. Oh, da braucht Berardi viel zu lange, um zu passen. Ach du Scheiße, perfekter Pass. Zum Glück dreht er sich dann so merkwürdig rein, der Goretzka. So, jetzt konzentrieren. Wir müssen ein bisschen auf die Pace aufpassen. Das scheint echt super schnell zu sein, der Gegner, mit seinen Spielern. Hab eigentlich schon auf passen gedrückt. Er stand halt komplett alleine. Was soll ich machen? Hat er ganz gut durchgespielt.
konnte leider an keiner Stelle mir irgendwie den Ball erarbeiten. Aber das Team ist total gestört. Wenn er, wie gesagt, nicht ultra schlecht spielt, dann muss ich mich einfach damit abfinden, dass ich das verliere. Und der spielt zurzeit nicht ultra schlecht. Bedeutet noch nichts, ich gebe logischerweise auch nicht auf, aber das nur so als Hinweis. Immer in die Ecke, es hat mal geklappt, die Ecke zu bekommen. Schöner Kopfball von Koulibaly, vielleicht nicht wirklich hart genug, wo er den hinköpft, weiß ich nicht. Ich köpfe natürlich eigentlich direkt auf die Spieler von mir und er köpft ihn halt einfach total beschissen ins Mittelfeld. Boah, der Rossi auf Außen, ja komm, stellen wir mal einen alten Mann dahin. Schade, das hat er gut gemacht. Boah, das passt aber auch komplett durch meine Spieler durch. Schön gemacht mit Gulam. Dann haben wir Glück. Gula mit Shadow ist natürlich jetzt deutlich schneller. Oh nein! So knapp! War eigentlich ein schöner Angriff und dann haben wir es halt wieder versaut. Stehen so viele Leute und er kommt trotzdem zum Abschluss. Sharabi läuft zwar komplett durch, aber sein Spieler läuft leider auch komplett durch. Schön gemacht von Koulibaly. Naja, was soll ich das sagen? Das ist natürlich ein Granateninnenverteidiger. Das war so schlecht gemacht, diese Schusstäuschung. Schöne Grätsche mit Biglia. Hat einen guten Distanzschuss, unser Brozovic. Wir haben ja nicht umsonst den Champions League Style gegeben. Boah, auch wieder ein geiler Distanzschuss von Biglia. Schade. Aber hat mit Leno was, glaube ich. Mit Leno natürlich auch einen grandiosen Innenverteidiger da stehen. Schade. Oh, da hätte ich vielleicht mal eher auf Tackle gehen müssen. Schwacher Pass, Glück gehabt. Also Glück gehabt, dass er so einen schwachen Pass macht, weil. Oh, da habe ich mich wieder vereiert, zu lange nach der Anspielstation gesucht. Boah, ich wollte nicht klären, aber ist okay. Eigentlich schön gemacht. Aber er kommt nicht mehr so gut durch, das ist doch schon mal ganz gut. Leider
Oh nein! Was für ein Scheißtor, ey. Ja, das zweite glückliche Tor vom Gegner. Nee, Quatsch, das erste war gar nicht glücklich. Das erste war eigentlich ganz gut gespielt. Das war glücklich. Aber wie gesagt, das ist ein krasses Team. Was soll's. Und es steht nur 2-0. Also, ich habe es in FIFA 17 geschafft, ein 2-0 zu drehen. Warum soll ich es in FIFA 18 nicht schaffen, wo man viel leichter Tore schießt? Ich kann, denke ich, insgesamt ganz zufrieden sein mit meiner Abwehr. Offensive, es sieht halt sehr ausgeglichen aus. Ich fand auch, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Aber der Gegner hat einen Tick mehr Glück gehabt. Ich würde nicht sagen, dass er uns dominiert hat. Und das will was heißen bei dem Team, was er hat. Och, Subotic, du Idiot. Habt ihr das gesehen? Er guckt in Richtung Tor, zeigt sonst wohin und macht. Naja, ich weiß, in FIFA 18 machen die nicht so viel, aber das war ja nur wirklich komplett bescheuert von Subotic. Aber es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er nicht so der Allerbeste. Subotic? Habe ich gerade Subotic gesagt? Das war natürlich nicht Subotic, das war entweder Subotic in Calcio A. Wie kommt denn auf Subotic? Das war auch nicht Koulibaly, das war Astori. Oder ist ja auch egal, wer es war. Auf jeden Fall derjenige, der es war, der hat so bescheuert geguckt in Richtung Tor, hat zum Mittelkreis gezeigt, also. Ach Mann, wenn er da hinfällt, ist es vielleicht ein Elfmeter. Das war eine dumme Grätsche von mir. Haben wir eigentlich schon mit Rossi? Ah, der abgefälscht. Das war gut gemacht. Och, der, ich gucke auf dem Radar, der steht eindeutig vor dem. Dann rennt er aber anscheinend nach hinten. Und das war kein Foul. Wir sind einfach nur ganz normal gelaufen. Wenn wir jetzt die Wiederholung nochmal sehen, das war kein Foul. Das war nicht mal ein Tackle oder so. Pass auf. Ach, er drückt's weg, schade. Stelle noch was um, mir fällt gerade ein, ich habe gar nicht gewechselt in der Halbzeit, aber wenn ich 2-0 hinten liege, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Spiel noch gewinne oder drehe, sowieso so gering, dass ich dich dann glaube ich auch gar nicht lohnt, da noch irgendwie den teuren Ronaldo einzuwechseln. Das macht man dann eher, wenn man einzeln hinten liegt oder vielleicht noch unentschieden steht, aber nicht, wenn man schon sehr führt oder halt weit hinten liegt. Tja, bin natürlich nicht zufrieden mit dem Spiel. Drei Tore sind immer scheiße. Okay, eins der drei Tore war ein unverdienter Elfmeter. Das zweite Tor von den drei Toren war halt auch Glück nach einer Ecke. Und das erste Tor, okay, das war gut rausgespielt. Ich denke, es gibt noch eine minimale Restchance, wenn jetzt vielleicht schnell das 1-3 mach, aber das ist halt sehr unwahrscheinlich.
Gut gespielt, schöne Schusstäuschung, anständiger Schuss, aber es hat nicht gereicht. Hätte vielleicht noch Strafe schießen müssen. Ich konnte halt nicht näher zum Tor gehen. Weil vielleicht wieder eine Schusstäuschung probieren sollen. Scheiße, das habe ich schlecht gespielt, das habe ich nicht gesehen. Da bin ich auf Sané geachtet, das war meine Schuld. Also das 4-0, das 4-0 war auf jeden Fall meine Schuld. Schade. Aber es ist halt auch wieder, ich bin trotzdem der Meinung, dass der Gegner nicht wirklich viel besser war als ich. Ich hätte auch locker in der ersten Halbzeit ebenfalls meine 1-2 Tore schießen können. Er hätte zum Beispiel auch nach dem 1-0 dieses 2-0 nicht machen müssen, das war halt einfach Glück. Das 3-0, das war auch unverdient, dieser Elfmeter. Und von daher, es war jetzt nicht so, dass er mich mega krass dominiert hat. Und das, obwohl er das deutlich bessere Team hatte. Diese wichtigen Pässe, ey. Wir schaffen ja wenigstens noch den Ehrentreffer. Oh. Legt dann sich eigentlich zu weit vor dem Ball und kommt trotzdem ran. Schade. Schade, schade, schade. Krass, dass ich direkt im zweiten Spiel auf so ein Team treffe. Aber ich bin trotzdem zufrieden mit meinem Spiel, wie gesagt, gegen das Team. Ich weiß, das 4-0, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich denke, gerade in FIFA 18 sollte man sich vielleicht nicht so sehr von den Ergebnissen verleiten lassen. Zumal, ich habe dann ja auch ein bisschen mehr aufgemacht, aber wenn man sich die Tore anschaut, das zweite Tor glücklich, der Elfmeter war keiner. Von daher ist okay. Und ich bin auch mit meiner Leistung gegen das Team zufrieden. Wir machen jetzt natürlich noch ein Spiel. Ich hoffe, dass ich da auf einen leichteren... Auch wieder Schussstatistik. Sehr ausgeglichen. Klar, es ist nur ein Hinweis. Es ist nur ein Hinweis, die Schussstatistik. Und kein Beweis dafür, dass der Gegner genauso gut oder schlecht wäre wie ich. Aber man kann es, wie gesagt, als Hinweis immer hernehmen. Und dann nehmen wir jetzt natürlich... Ich könnte jetzt natürlich auf die Bundesliga wechseln und... Aber nee, da muss ich ja Bender auf der Bank haben, wenn ich... Kriegen wir das hin? Geht das? Mal gucken. Wenn ich jetzt Süle nehme... Nee, Moment mal, den müssen wir ja auf die Bank packen. So, wir haben ja eh noch einen Platz. Den Torhüter brauchen wir auch nicht zum Regenerieren. Dann nehmen wir jetzt Ronaldo wieder hin. So. Und dann packen wir jetzt hier noch Süle drauf. So.
Damit ich es nicht vergesse, Süle auf die Regeneration der anderen Mannschaft zu packen, machen wir das direkt mal. Ist er denn hier? Immerhin 8 Spiele. Und zwar 1,95, das ist halt echt massiv groß. Rechtsfuß reicht dann auf den Schwachen. Rechtsfuß reicht dann auf den Schwachen, aber hat den deutlich besseren Pass. Deswegen packen wir den dahin und dann würde ich sagen, es kann losgehen. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich wollte noch mal gucken, wie viele Verträge Hintep noch hat. Okay, wir machen noch 2 Spiele mit Hintep, dann werde ich da jemand anderes probieren. Guck noch mal kurz, wie seine Scorerpunkte sind. 10 Spiele, 4 Scorerpunkte. Traoré, 9 Spiele, 5 Scorerpunkte ist schon etwas besser. Berardi, 10 Spiele, 2 Scorerpunkte, der hat mir auch bisher nicht gefallen, also da war nicht wirklich auffällig, aber da gibt es glaube ich erstmal keine Alternative. Und Sharawi, ja, 10 Spiele, 3 Scorerpunkte, auch nicht wirklich geil. Aber der hat ja jetzt einen Champions League-Style, den geben wir logischerweise noch eine Chance. Und da wird es auch keinen besseren, denke ich, erstmal geben. Und ich habe ihn ja gekauft, weil wir keine geile Alternative hatten auf der LM-Position, von daher. Lassen wir das so. Ach ja, ich glaube, die Bilder auf dem Radar, also die Farbe auf dem Radar ist angepasst jetzt an die Trikots, glaube ich. Auch ein krasses Team. Also es scheint wirklich, also ich kann ja richtig stolz auf mich sein, dass ich in die Weekend, Reus als linker Flügel fest, wisst ihr, wie teuer da ist? Buffon im Tor. Oh mein Gott, das sind so teure Spieler, vor allem jetzt noch. Ja, also ich kann ja richtig stolz sein, dass ich mich für die Weekend League qualifiziert habe, weil anscheinend sind ja nur Qualifikanten dabei, die schon richtig kranke Teams haben. Wie gesagt, so Spieler wie Reus und Buffon, die kosten unglaublich viel, vor allem am Anfang der Saison sind die so teuer. So, jetzt konzentrieren. Wir haben das erste Spiel auch gewonnen, obwohl wir das schlechtere Team hatten und wir werden das Spiel jetzt auch gewinnen, obwohl wir das schlechtere Team haben. Geiler Schuss, ey. Da habe ich echt gedacht, den macht er rein, aber Buffon hat ihn leider, obwohl ja Hechten so ein bisschen seine Schwäche ist bei Buffon. Also gerade halt ein krasses Stellungsspiel. Da ist leider gar niemand. Die Flanke ist so geil, ne? Wenn da Traoré stehen würde. Wo er halt auch zu stehen hat. Puh, da haben wir Glück, dass der uns nicht verunglückt. Das ist bitte eine Ecke. Oh, was? Wir waren zuletzt dran. Wer ist denn da wieder reingerannt? Och, krass gemacht von Weiser. Das war richtig geil abgefangen. Ich verstehe teilweise die Laufpässe nicht. Also die gelupften. Oh, Weiser, bleibt doch einfach mal nur dran. Dafür war das wieder gut gemacht. War ein normaler Pass, der verkackt ihn nicht. Ach, okay. Kann jemand zu sein, der auf jeden Fall gerne rennt, um an den Ballführer zu kommen. Einfach mal aus dem Fußgelenk. Bale. Der hat Bale? Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Alter, Reus. Bale, das war natürlich super schlecht verteidigt. Ich wollte natürlich auf Origi spielen. Eigentlich müssen wir den viel leichter ausspielen, weil. Kurz konzentrieren. Oh, geil. Schön noch gerettet. Schade. Durch sein aggressives Draufrennen müssten wir eigentlich viel einfacher Doppelpässe schaffen. Das ist bitte abseits.
Hier, sag ich doch. Ein aggressives Draufrennen ist doch prädestiniert, um Doppelpässe zu spielen. Scheiße. Habe ich gesehen, aber konnte nichts mehr dagegen machen. Kinder ist trotzdem da. Oh, seine Konter, er hat so schnelle Spieler, das sind echt gefährlich. Oh Mist! Aber das muss ich häufiger probieren, diese Doppelpässe. Ah, wenn er nicht hängen bleibt, der Arangis, ist er halt durch. Er spielt nicht gut. Deswegen hoffe ich, dass ich gewinne, aber er spielt jetzt nicht so ultra schlecht, dass ich sage, das ist ein easy Sieg. Im Gegenteil, er hat so gute Spieler und seine Konter sind ja nicht schlecht, aber seine Verteidigung halt sehr mies. Ja, weil er nicht mehr durchkommt, weil er gedacht, er muss jetzt mal aus der Distanz schießen. Und ja, so ein Ding kann auch mal reingehen. War viel zu optimistisch gedacht von mir. Schöne Drehung, schade, dass er nicht frei zum Schuss kommt. Also die Ecken, ich habe ja noch was gehört, dass wenn man ihn irgendwie voll aufziehen auf dem zweiten Pfosten. Was? Okay. Das sah gefährlich aus, sollten wir vielleicht mal häufiger probieren. Aber ich glaube eher von der anderen Seite, wenn es vom Tor reingeht, vom Mittelfeldpunkt reingezogen wird und nicht umgedreht, also vom Tor weg, sondern zum Tor hin. Das kommt, denke ich, besser. Also wenn wir jetzt quasi von hier betrachtet, von der linken Seite und nicht von der rechten Seite, wie gerade eben die Flanke machen. Ja, da rennt halt einfach mal total stupide auf den Ball wieder drauf. Also eigentlich hätten wir schon lange mal ein Tor schießen müssen. Schade. Schön gemacht von Alaba. Dumm gemacht von mir. Er rennt da eindeutig hin. Ich hätte einfach nur kurz warten müssen, gucken, was er macht. Und dann woanders hinpassen. Der war okay. War riskanter Pass, aber der war okay. Kann man probieren. Abwehrleistung ist okay, offensiv scheiße. Weil der nicht gut verteidigt. Verteidigt viel zu aggressiv. Man müsste eigentlich leichter durch sein. Ach, Mist. Hab mir eigentlich nur eine oder zwei gute Torschancen erspielt, die geblockt wurden. Oder Torschüsse erspielt, die geblockt wurden. Schön abgefangen mit Hintep. Ball sollte nicht dahin, aber ich glaube, der war auch abgeprallt, also abgefälscht. Ich glaube, der war nicht so gepasst. Macht er noch einen gefährlichen Schuss draus? Was zur Hölle? Mit Ballet, wie ich ihn gerne nenne. Was war denn das für ein Kopfball? Er war ein Kilometer vom Tor weg und hat einfach nur nach... Naja, egal.
Abseits. Ich kann nicht auf alles achten. Verstehe auch nicht, warum da Traoré im Abseits rumtun muss. Oh, ich dachte, ich schaff's da an ihm vorbeizuziehen. Vielleicht hätte ich eine Schusstäusche machen müssen. Mist. Ach, ein guter Spieler ist da logischerweise vorbei am Gegner und macht das Tor. Und ein guter Spieler erarbeitet sich damit, weiß er nicht den Ball, um ihn dann direkt wieder abzugeben. Ach, das ärgert mich gerade, dass ich diese Situation mit Origi so verkackt habe. 1 gegen 1, was einfacher für den Angreifer als für den Verteidiger ist, und ich habe es so verkackt, ey. Ach, das war merkwürdig gemacht, aber es hat funktioniert. Schön mit Alaba gemacht. Ach, schade. Alaba ist echt krass. Was für ein beschissener Pass, ey. Er war so einfach, er war auf 1 Meter. Ich weiß auch nicht. Also, teilweise kommen mir die vogelwildsten Pässe an, und wenn er mal ein leichter Pass kommt, haben sie anscheinend keinen Bock drauf. Hätte ich vielleicht weiter passen können, aber habe ich halt nicht. So, jetzt probieren wir das nochmal. Hab das Gefühl, das ist alles ähnlich gut oder schlecht. Alaba hatte eigentlich einen ganz guten Distanzschuss, das hat er jetzt hier leider nicht gezeigt. Das ist ein ganz, ganz klares Foul. Das war ein bisschen sehr optimistisch, vor allem gegen Alaba. Das war blöd von mir. Schön gemacht von Hector. Bitte nicht. Oh, den kannst du doch in die Hand nehmen. Leider hat er jetzt mehr Angriffe und teilweise auch gefährlichere als ich. Das gefällt mir nicht so richtig. Ach fuck, ich habe vergessen, Ronaldo einzuwechseln. Jetzt wechsle ich ihn nicht mehr ein. Das kostet mich ja ein komplettes Spiel für die paar Minuten. Das ist halt so ungewohnt, in der Halbzeit jemand einwechseln zu wollen. Oh, knapp, aber endlich mal ein gut gespielter Angriff. Aber das war knapp. Ah, schöner Angriff. Schade, Origi macht ihn bisher eigentlich sonst. Alter, ich ziehe, ich nehme extra Zeit, ich nehme extra einen Sprint raus, um zielen zu können, und dann kommt sowas raus. Oh, da wäre ich so krass gehalten. Habt ihr das gesehen, wie dann ins Stolpern gekommen ist? Also jetzt haben wir hier aber den Gegner komplett unter Kontrolle und machen uns das Spiel dann selber kaputt. Das war dumm. Wenn jetzt ein Tor fressen, ist meine Schuld. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Ich denke, es ist von den Chancen her trotzdem noch okay, dass es hier unentschieden steht, aber trotzdem
Das war gerade ein fetter Schnitzer, der nicht hätte passieren dürfen. Das war richtig dumm getribbelt wieder von mir. Oh. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of any time. Schön gemacht mit Alaba. Ah, da nimmt die Bälle dann teilweise doch schon geil mit in den Tipp. Darf man, kann man nicht anders sagen. Eine Sekunde vor dem Abpfiff noch mal richtig geil rausgespielt und Traoré setzt ihn mit seinen starken Linken gegen den Pfosten. Was zur Hölle? Och, ich hätte das Spiel so sexy 1-0 gewinnen können. Aber es ist trotzdem, es ist momentan verdient, dass es unentschieden steht. Muss man so sagen. Muss man so sagen. Und, aber ich habe das deutlich schlechtere Team, von daher bin ich auch wieder total zufrieden. Ich hätte direkt passen müssen. Mann! War nicht der richtige Fuß. Hector ist glaube ich Linksfuß. Wollte mal reinflanken, aber hat nicht geklappt. Dafür haben wir uns den Ball mit Hector direkt wiedergeholt. Nein, ich hätte einfach nach vorn passen müssen zur Regie. Traoré holt sich den Ball wieder, macht dann hier irgendwelchen kompletten Quatsch. Also, was war das denn gerade? Eieiei, ich brauche echt mal Außenmittelfeldspieler, die einen guten Pass haben. Traoré und Hinter beide, die verkacken teilweise Pässe. Immer noch ausgeglichen, immer noch verdient. Wobei, man darf nicht vergessen, ich habe ja auch mit Traoré diesen Alu-Treffer, aber ich denke trotzdem, dass es verdient ist, dieses Unentschieden noch. Aber vielleicht schaffe ich es ja wieder spät hier mal ein 1-0 zu schießen. Immerhin zu 0, ne? Zu 0 bisher. Ist doch schon mal nicht schlecht. Boah, da standen wir so unglaublich gut an Bale dran. Das hat nichts gebracht. Verstehe ich auch nicht. Das wird doch niemals gefährlich. Der muss doch viel weiter in Tornähe gehen. Hatten wir erst Glück und dann Pech. Er bleibt ständig an Bender hängen im Mittelfeld. Das ist so geil. Ich hätte eher passen müssen, glaube ich. Ich hätte eher passen müssen. Fuck, ich habe mich nicht getraut. Spielen halt auch die Angriffssituation viel zu oft schlecht aus. Man muss es so sagen.
Das war gut gemacht. Das war ein schlechter Pass. Ich glaube von Ginter, der einen sehr guten Pass hat für einen Innenverteidiger. Oh Mann! Jedes Mal verkacke ich diesen Pass. Fuck. Soll einfach selber abschließen mit dem Tab. Och, und Alaba bleibt stehen. So ein scheiß Lacker, ey. Fuck you, Bale. Och, Mann, Mann, Mann. Ich muss es mir selber zuschreiben, dass ich das Spiel verliere. Aufgrund der Tatsache, dass ich meine beschissenen Abschlusschancen nicht nutze. Oder die Konter, wie auch immer. Ich muss es mir selber zuschreiben. Das war jetzt einfach nur total glücklich. Und natürlich individuelle Klasse von Bale. Alter, wie behindert, ey. Wie scheiße. Das war's. Fuck! Ach, so unverdient, ey. Wie gesagt, es ist verdient aufgrund der Tatsache, dass ich meinen eigenen Angriff nicht nutze. Aber die ganze Weekend League habe ich jetzt eigentlich auch keine geilen Angriffe gezeigt. Also war einfach nicht gut gespielt bisher. Nach vorn. Aber es ist kein. Also es wäre verdienter gewesen, hier ins Elfmeterschießen zu gehen. Das war auf jeden Fall nicht verdient. Im Sinne von Chancen und sowas. Aber ich muss es mir trotzdem selber zuschreiben. Ich hätte besser im Spiel nach vorn sein müssen. Ganz einfach. Nun gut, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.